So, liebe Leute, es geht heute weiter mit Call of Duty 2, wo wir immer noch durchnudeln es tun. Und ich hoffe, wir kommen da mal endlich zum Schlussstrich. Und so wie ich das Spiel kenne, sagt es mir jetzt erstmal, ah ne, sagt es mir nicht, es kann gleich losgehen. Das ist einfach fantastisch. Ah, nur um kurz vorneweg zu gehen, heute Abend hatten wir unser Community Competition mit leider sehr mäßigem Erfolg. Na danke, hat man mich einfach in die Luft gejagt. Ich erkläre doch hier den Leuten was. Deckung zum Stall, los! Mir nach! Und das lief ja nicht so toll. Deswegen habe ich mich jetzt bis jetzt einige Stunden mit Martin zusammengesetzt, virtuell. Und haben ein bisschen über die Zukunft von Game Inc. und Stream Inc. und der ganzen Chose gelabert. Und es wird Umstrukturierung geben. Und wir werden das anders machen. Wieso läuft die Scheiße hier nicht flüssig? Das finde ich nicht gut. So. Und wir werden jetzt hier erstmal nicht in den Twitch-Stream, hier in den Teamspeak gehen. Das machen wir vielleicht ein andermal. Oder beziehungsweise später, wenn wir mit Call of Duty durch sind. Das hat einen ganz gewissen Grund, denn die durchgenudelt auf Stream Inc. sollten ein bisschen anders sein. Worauf zu. Wo kommt der her? Ich war hier gerade. Ach, was soll's. Deswegen habt ein Nachsehen. Und Ingame-Sound soll ein bisschen leise sein. Oh, das machen wir doch. Das kriegen wir doch hin, liebe Leute. Und wir werden da einiges ändern. Zum Beispiel dieses Community Competition machen wir in der Form nicht mehr. Denn das hat trotz einer Woche Vorlauf leider nicht so die Abwechslung gehabt, wie ich mir das vorgestellt habe. Auch wenn es sehr schön war, mit Kazu Crewman Borderlands zu spielen und auch Counter-Strike, das war schon ganz nice. Und ich werde das jetzt so handhaben, nur um das mal kurz abzuschließen. Auf Anfrage, spontane Anfrage, werden wir das machen. Also zusammen spielen. Nach dieser Session Call of Duty gehe ich dann nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Also wer da mehr wissen will, sollte so lange durchhalten. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal hier das Schlachtfeld an. Gehen wir doch mal auf das Spiel ein. Zum Teufel. Wo muss ich hin? Wer schmeißt Granaten nach mir? Das ist echt eine dumme Sau, dieses Spiel. Ja. Granatenwerfer würde ich sie ja eher nennen. Anstatt Deutsche. Das ist es, was sie sind. Granatenwerfer. Ja. Explosion. Bam. Oh shit. Oh, er ist von uns gegangen. Oh shit, wir haben da in Deckung. So. Ja, im Bereich Werbung sage ich immer gerne doch. Könnt ihr gerne machen. Leute abwerben. Was natürlich immer nicht ganz so nett ist, den anderen gegenüber. Ja, ich hoffe ja immer noch, dass es irgendwann mal zu dem Zulauf kommen wird, den ich mir so vorstelle. Ich weiß, es ist immer ein bisschen spezieller hier. Boah, das war verdient, sage ich mal. Das war verdient. Wie immer auch nochmal den Hinweis an euch, wenn es irgendwie was ist, was ich lesen soll und beantworten soll im Chat, am besten hier @GameInc schreiben, weil dann wird das auch gut gehighlightet und dann sehe ich das auch. Ansonsten ist es immer ein bisschen schwierig, beim Chat die Übersicht zu behalten.
und zu filtern. Und so kann ich das dann doch neben dem Spielen ab und zu mal machen. Na, was mit dir? Wo müssen wir uns denn da überhaupt hinkämpfen? Benutzen wir mal dieses Liegen. Also lasst euch nicht entmutigen. Oh, da wollen wir nicht hin. Dass wir das gar nicht mehr machen. Wir werden es nur in anderen Strukturen machen. So, jetzt aber Sturm! Au! Okay, gesichert. Wer da hinterher denn? Ach ja, um vielleicht eure Beteiligung ein bisschen zu fördern. Wenn ihr... Ich habe nämlich überlegt und mir ist nicht so recht eingefallen, was ich als Überschrift hier in dem Stream als schreiben soll. Wenn da irgendjemand eine total coole Idee hat, was total witzig, selbstreferenzielles und so ist, hat, dann, oh Mann, kann er mir gerne Vorschläge schicken. Da würde ich mich freuen. Haben wir wenigstens ein bisschen was erreicht? Nö. Wir sind genauso weit wie vorher. Dumme Kacke, Mann. Ihr seid mir wie immer keine Hilfe, Leute. Ach ja. Alter. Alter! Ja, ich liebe sie. Am liebsten süß-sauer. Ich gehe einfach immer weiter nach vorne. Upsa. Alter. Alter, wie kann man mich von hier? Deutsche Infanterie! Auf der anderen Seite der Sandsäcke! Im Südwesten! So, na, hier durch. Jetzt bin ich runtergefallen. Also echt, es ist echt Arbeit zum Teil. Gute Arbeit, sagt er. Er redet immer von mir, aber ich habe, wenn ich das Spiel immer so das Ich-Gefühl, dass ich alles alleine mache, nicht wir. Wo ist denn da noch einer? Hier wird wieder nicht gründlich gearbeitet. So gewinnt man keinen Krieg. Ach, wir sind da immer noch dabei. Moment. Geht das? Geht bestimmt. Mal sprinten. Den erstmal schön eingenebelt. So, Schicht im Schacht. Wo müssen wir hin? Wahrscheinlich hier die Straße weiter. Nee. Hä? Dann gehen wir einfach mal hier weiter. So, dann gucke ich mal kurz in den Chat.
Da müssen wir hin. So. Gehört ihr zu uns? Ihr mit den komischen Suppenschüsseln da auf dem Kopf. Die gehören wieder zu uns. Was prinzipiell auch gar nicht schlecht ist für einen Transport, sind die Helme super. Weil die nicht so hoch sind. Die kann man besser stapeln. Nehmen die nicht so viel Platz weg. Und man kann Suppe draus essen. Ja. Ich gehe einfach mal hier vor. Die ziehen sich schon zurück. Oh Mann, du warst gerade noch nicht da. Kreuzfeuer. Vorsicht, Granate! So. Immer nicht Ziel einigermaßen gut. So, ich gehe hier unten rein. Den Keller. Ah. Schrotflinten habe ich irgendwie noch keine gefunden. Fällt mir gerade so auf. Ach, kommt ihr auch mal zur Party, ja? Das ist schön. Kommt man hier nicht auch irgendwie in den zweiten Stock? Jetzt Moment, das Ding ist doch mehrstöckig. Wie kommt man denn da hoch? Immer sprinten. Hier drüben auf meine Position. Los. Ah, wahrscheinlich hier hoch, ne? So, hier, ich bin deine Position. Wir haben unser verdammtes Ziel eingenommen. So, und ich hoffe, ihr habt euch auch ein bisschen Alkohol mitgebracht. Falls ihr denn schon alt genug seid. Prost, Leute. Schön Dosenbier heute. Wohlbekomm's. Los! Sie kommen von Süden aus. Sucht euch eine gute Position und macht euch bereit. So. Tomis, da drüben. Deutsche kommen. So. Gut, im Chat wird nichts Neues geschrieben. Oh, hier, meins. Es kann sein, dass ich das gleich nochmal machen muss. Gerade ein bisschen verkackt hat. Ich komm nicht weg. Leute, könnt ihr mir vielleicht mal Deckung geben? Wenn ich mich jetzt hier schon ans Geschütz stelle. Ihr wollt nicht, dass ich dann das Geschütz gehe, was voll sinnvoll wäre. Nee, ihr versteckt euch lieber da, bis sie uns überrennen. Ich meine, wieso haben wir das hier gesichert? Weil die auch sich im Haus verschanzt haben, anstatt an den Fenstern. Bevor sie hier reinkommen. Oder wollt ihr Munition sparen und sie lieber niederkloppen? Können wir auch machen, habe ich kein Problem mit. Aber dann will ich keine Beschwerden am Ende hören. Sie überrennen uns, es sind zu viele, sie haben uns umzingelt. Was sollen wir nur machen? Wir müssen uns zurückziehen. Ich kenne euch doch. Pfeifen. Strategie 6. Oh, das ist einer von uns. Guck, selbst durch den Keller kommen sie schon. Und von da. Und Granaten werfen sie auch wieder. Aber ich mag die Waffen total. Ich will mich auch so gegen die Wand lehnen wie der. Bist du gut? Ja. Vor allem die Waffe finde ich irgendwie total super. Es macht richtig Freude, mit der zu schießen. Wow. Uiuiui, das war
knappe Geschichte. Alter, von wo denn das jetzt? Ah. Ich geh einfach wieder in Deckung. So, ihr macht das schon. Wie sich hier auch die Leute stapeln. Die Waffe wieder. Die aussieht, als hätte sie 100.000 Schuss im Magazin. Dann hat sie doch nur 30. Was aber gar nicht schlecht ist, wenn das Magazin, glaube ich, kopfüber ist. Weil dann braucht man nicht so einen krassen Federmechanismus, weil das die Schwerkraft für einen erledigt. Vieles. Aber hat sich nicht durchgesetzt, scheinbar. Ja, natürlich. Den Panzer ausschalten. Gib mir mal eine Panzerfaust. Ihr habt doch sonst immer eine rumliegen. Ja, die kaputte Mauer in einem Kriegsgebiet ist ja eine Seltenheit. Los, Gegner, dort! Auf dem Feld! Ich muss den Panzer ja doch erstmal sehen. Bevor ich irgendwas irgendjemandem in die Ohren hauen kann. Warte mal, ich muss den bestimmt erst aufsammeln. Nein! Ah. Jetzt denke ich mal nicht an die scheiß Shift-Taste. Nehmen wir überhaupt auf? Ja. Auch gut. Moment. Muss nachladen. Ha! Okay. Liegt der hier, dieser Sprengstoff, von dem jetzt alle reden. Das sieht doch so aus, als müsste ich mir den erstmal hier schnappen. Und dann geht es erst weiter. Bin deutlich überfragt. Okay. Schlechter Moment, um nachzuladen. Okay, weg hier. So. Panzer machen. Boom, boom. Sie ziehen sich wohl zurück. Kommt bald wieder, ihr Deutschen. Nichts gibt's. Jetzt schießt ihn in den Rücken. Schießt ihn in den Rücken. Die schmeißen doch schon wieder Granaten. Schießt ihn in den Rücken. Ist jetzt fertig. Was für eine Tortur. Mittlerweile werden die Kampagnen echt anstrengend. Und ich würde gerne die Amerikaner wieder spielen. Die waren irgendwie, waren die cool. Ich weiß auch nicht so ganz warum. Aber irgendwie hatten die was. Verdammt gute Arbeit, Männer. Die 7. Panzerdivision hat es dank uns an dieser Flanke geschafft. Unsere Arbeit hier ist erledigt. Also verschwinden wir jetzt von hier. Sowas. Ja. Aber ich finde es auch immer witzig. Man merkt immer sofort, wenn Marco zu viel getrunken hat. Bei mir ist es relativ human, immer wenn ich zu viel trinke. Dann merkt man es nur in der Ebene, dass ich redefreudiger werde. Sie treffen auf schweren Widerstand nahe Bergstein. Bei der kleinen Stadt liegt ein Hügel, der den Deutschen einen optimalen Überblick über sämtliche Einheiten in allen Richtungen verschafft. Vernichtende Artillerieschläge, die von hier koordiniert werden, sorgen für unzählige Verluste bei den Alliierten. Das 2. US-Ranger-Bataillon bereitet sich auf die Einnahme des Hügels vor, um den Deutschen ihren Vorteil zu nehmen.
Von was für einem Missgeschick redet ihr? Das würde mich jetzt interessieren. Ich kann das nicht ganz. Von welchem Missgeschick? Das würde mich jetzt doch interessieren. Ich habe das nicht ganz aus dem Kontext, aus dem Chat zusammen fassen können. Jetzt spielen wir doch die Amis wieder. Zu erkennen an der Thompson, die dann später die Mafia als Tommy Gun benutzt hat, indem sie einfach das ikonische Rundmagazin mit 50 Schuss dran geklemmt hat. Was wir hier wohl auch besser hätten, weil so hat das Ding nur 20 Schuss, was natürlich nicht so geil ist. Wobei ich sagen muss, wenn man das so ohne Handschuhe benutzt, beim 50 Kugeln, kann es echt gut sein, dass dieser Lauf verflucht heiß wird. Und ich stelle mir das gar nicht mehr so geil vor. Das ist ja immer so das Schwierigste bei einer Waffe, dass sie nicht überhitzt. So, okay. Ist auch interessant, dieses Magazin, was man so oben reinsteckt. Ich muss ja sagen, ich war, als ich so im Teenager-Alter war, war ich immer total fasziniert von den ganzen Waffen. Wie die Waffen funktionieren. Und war auch immer relativ gut darin, Soft-Airs auseinanderzunehmen und zu präparieren, sage ich mal. Das heißt, andere Federn reinbauen und so Geschichten. Hat natürlich nichts mit echten Waffen zu tun. Aber ich kann sagen, früher war ich echt ganz schlimmer Waffenfanatiker. Einfach aus dem Grund, wie sie allein funktionieren. Welche Techniken es gibt, wie sie zum Beispiel eine Halbautomatik von selber nachlädt und so. Welche Systeme da entwickelt wurden. Mittlerweile muss ich aber auch sagen, ich habe echt auch ein bisschen was vergessen. Früher hätte man mich alles zu Waffen fragen können. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Schauen wir mal, wie lange der das überlebt. Ach, Scheiße. Ich wollte doch eigentlich nicht so der wechseln. Aber der Rauch ist gar nicht mal schlecht. Shit, das Ding hat keinen Seiteneingang. Scheiße. Scheiße. Eingang, Ausgang. Fuck, ich habe nichts mehr gesehen. Granaten-Ping-Pong. Das sagt mir tatsächlich nichts. Ah, aber hier komme ich von der Seite rein. Geil. Und ich finde, allein diese zwei Eingänge geben diesem Spiel schon die Komplexität, wie man vorgeht. Weil ich hätte ja auch von vorne reingehen können. Und allein nur zwei Eingänge und die Möglichkeit... Oh, scheiße. Da habe ich nicht schnell genug geschalten. Wie man vorgeht und es wirkt nicht so linear und nicht so... Hier, guck mal, wir haben es programmiert, dann guck bitte auch hin. Dumme Sau. Und das finde ich eigentlich echt sympathisch. Wobei ich sagen muss, was diesen ganzen Shootern in originalen Settings fehlt, was mich bei Alien Rage zum Beispiel echt dran hält, ist die Tatsache, dass man nicht niedergekloppt wird, sondern verschiedene Gegnertypen. Hä? Okay. Ah ne, das dachte ich schon, ich wäre weitergekommen und hätte mich schon gewundert. Dem ist nicht so. Weil unterschiedliche Gegnertypen mit
anderen Verhaltensweisen und anderen Vorgehensweisen. Finde ich doch um so vieles interessanter, als komme ich da noch nicht immer in die Nähe. Ausgesichert! Weiter! Mir fehlen übrigens Biergläser. In der neuen Wohnung brauche ich unbedingt Biergläser. Ich finde es zwar super, aus der Dose ab und zu trinken, aber manchmal fehlt einem das auch. Wir haben hier einen, der da reinballert. Und wie er halt nichts trifft, ist mehr als enttäuschend. Und was macht er eigentlich da drin? Ist doch ganz klar, dass ich den versuche, in den Rücken zu schießen. Der gehört da einfach nicht hin. Jetzt gucken wir mal hier oben. Da sollte aber eigentlich alles klar sein. Und wie angenehm es auch ist. Was ist denn das? Ach, da war mal die Toilette oder so. Nichts einsammeln zu müssen oder das Bedürfnis zu haben, irgendwas abzusuchen und was einzusammeln. Gold oder so. Ich finde das immer furchtbar angenehm. Wow! Das Mauskabel hängt irgendwie. Beim externen Monitor. Da, 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 da. Wir haben nicht mehr viel Munition dabei. Und verstecken uns jetzt gleich hinter Kuhkadavern. Was nicht sehr nett ist. Und wir gleich hops gehen. Danke, dass ihr mir jetzt sagt, dass da Mörser sind. Was ist genauso gut wie Scheißhinweise? Hinweise, die zu spät kommen. Alter, das sind drei Gegner. Das kriegt man doch hin. Der lebt noch. So, schmeißen auch noch ein paar Granaten. Hier ist alles sicher, Sir. Nehmen wir uns auch die wieder mit. Irgendwann lerne ich es. Am Ende dieses Spiels weiß ich, wo man schlägt. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Ich mach grad Mist. Unschön. Kann ich hier drunter kriechen? Hm. Charge! Charge! Oh. Dich erkannte ich gar nicht. Aber dich erkannte ich. So. Jetzt nach Norden zu den feindlichen Mörsern. Okay, Sir. Ululu. Und das ist ein totes Pferd. Das ist auch so Bildsprache, die sie sich einfach aus dem Kino geklaut haben. Das ist doch auch in jedem bekannteren Kinofilm, da liegt ein totes Pferd auf der Straße und das ist voll traurig. Ich bin ja nicht so wahnsinnig der Pferdefreund. Ich habe nichts gegen Pferde, nicht so wie gegen Katzen. Aber ich finde es jetzt auch nicht so unendlich traurig. Wir müssen hier lang. Kommt ihr denn jetzt hierher? Okay. Alter, jetzt kommt er da brennt und humpelnd raus. Skandal! Der Amerikaner hat wohl nicht gewusst, wie man in Deckung geht. Bei mir bleiben! Jo, bei dir bleiben. Da
Vorsicht, zurückfallen! Taylor, rauf da! Und schalten Sie das MG42 aus! Los, Taylor! So, das war eine gute Granate. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. So, kommt jetzt ein Dog Beach. Passt auf, gleich kommt Slow-Mo. Das hat sich ja gelohnt. Natürlich. Oh. Ich lande irgendwie immer im Badezimmer. Das finde ich ein bisschen fragwürdig. Und die Raumaufteilung finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Alter! You're in my way, boy. Deutscher Mörser bei der Kirche da! Erledigen Sie Mörser! Wir müssen die Kirche sichern! Taylor, erledigen Sie das! Oh, der hat nur die Tür nicht aufgemacht. Ich wundere mich. Ich will auch treten können. Ich werfe diese Granaten gerade ganz gut. Muss ich mich mal selber loben. Wow. Woher denn das denn? Hier müssen wir lang. Ich weiß es. Ich habe das im Gefühl, dass wir durch diese Tür jetzt müssen. Ja. Erledigen Sie das. Ja. Ich bin am Start. Stehe ich irgendjemand im Weg? Alter, habt ihr jetzt die ganze Zeit so palavert? Alter Verwalter. Eine Granate! Weg! Jetzt habe ich die Granate nicht ganz so gut geworfen. Wir haben schon in schöneren Kirchen gekämpft. Ich geh da mal hoch. Hartnäckiger Bastard, Herr. Hartnäckiger Bastard. Wo sind jetzt besagte Mörser? Sie sind die Mörser. Mörser. Das scheint so, als wärst du mein Ziel. Wie ich hier immer rumgescheucht werde. So, ich bin hier da. Ich bin hier da. Ich bin da hier. Doch nicht. Okay, Leute, wir graben uns jetzt ein und warten auf den Rest der Kompanie. Vorsicht vor Gegenangriffen. Der Hügel nördlich ist voller Deutscher. Morgen früh gehen wir da hinauf und schalten sie aus. Top 3, ausschwärmen! Ach, jetzt kommt hier die Verstärkung. Stellen Sie Wachen an der Kreuzung auf. Durchsucht die Typen nach Infos. Macht die Flanke dicht. Der hier ist schwul. Überprüfen wir die Straße. Sieg! Mission fortsetzen. Darauf ein Humpen Bier. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ich meine, wir spielen es jetzt schon seit einigen Stunden.
Und ich hoffe, wir sind bald durch. Vielleicht weiß ja jemand von euch, wie viele Missionen es noch gibt. Ich dachte eigentlich, das ist eine relativ kurze Kampagne. Aber sie bietet ja doch einigen Inhalt. Ansonsten habe ich in Call of Duty immer so an einem Abend durchgespielt. Und ich würde gerne sprinten können. Die laden nach. Und auf dem Boden. Puh. So. Jan Alleingang geht jetzt alleine und macht den Bunker kaputt. Alter, dass du das überhaupt überleben kannst. Es geht nicht. So. Werft jetzt einfach Granaten rein. So. So, gar kein Problem. Hat sich ja gelohnt, diesen Bunker zu bauen. Und das hat sich auch nicht ganz gelohnt. Egal. Leitern wir uns mal da nach oben. Was gibt's? Welchen? Bin mir uneinig, ob wir hier das richtig machen. Oh, Feind. Okay. Ich kann die echt nicht unterscheiden. Die meiste Zeit. Im Grunde sind wir doch alle ein und dieselbe Person. Das gleiche Volk. Alles Menschen. So. Nochmal so eine Geschichte. Aber die wissen doch ganz genau, dass das nicht hinhaut. Weil jetzt kommt Jan Terminator Socek und macht sie Fickschnitzel. So. So ein scheiß Fickschnitzel. Werf hier Granate rein, oder was? So. So, junge Mann. Unten gesichert. Los, los, los! So, das Niveau sinkt heute für sie. Boah, ich merke aber, dass diese Astra echt ein bisschen birnt. Man sollte einfach nichts auf nüchternen Magen trinken. Boah. Ich warte. Hier hinter diesen Stein in Deckung. Alter, was
sie einen immer zurotzt mit Granaten. Komm, das machen wir jetzt auch mal. Einfach hier, Granate ist raus. Seht ihr mal, wie das ist. Feind am Boden. Ich finde es übrigens schön, dass wenn man läuft, kein Fadenkreuz hat. Das fällt mir erst jetzt so bewusst auf, dass das dann erst kommt, wenn man stehen bleibt. Finde ich eine ganz nette Geschichte. Alter, von wo denn jetzt schon wieder? Ist gar nicht mal schlecht, da sowas hinzusetzen. Worauf wartet ihr eigentlich immer? Ihr steht einfach vor der Tür und wartet, dass ich komme und wieder das mache. Und worauf schießt ihr? Da ist niemand. Ach, ich reg mich nicht auf. Bin ich da was gewesen? Da ist die Karte. Wer braucht eine Karte? Hier, nehmen wir. Kann man immer mal gebrauchen. Wir haben noch unsere Handy Thompson. Ups, jetzt habe ich gespuckt. Wo müssen wir hin? Aber auch echt nicht. Wieso benutzt er das Geschütz nicht? Ich meine, mir soll es egal sein, aber... Die Rauchgranaten. So. Hoffentlich fliegen die auch weit genug. Jetzt laden wir erstmal nach. Gut oder böse? Okay. So, jetzt leicht von der Seite kommen. Den Rauch als Deckung benutzen. Schmeißen wir hier auch noch mal eine hin. Wo ist meine Rauchgranate? Wieso macht die nix? Okay, die braucht einfach nur sehr lange. Ja, eine Rauchwand. Papalapap, wir sind doch schon da. Alles cool. So, das ist hier echt eine gemeine Stellung. So, wir warten kurz. Hier jetzt eine Schrotflinte haben. So, der Raum ist gesichert. Der Raum ist gesichert. Ach, wir bomben uns jetzt einfach von Raum zu Raum. Finde ich nicht schlecht. Alter, wie hart sie auch Granaten werfen. Und das hat sich ja nicht gelohnt. Gehen wir mal hier hoch. Aha. Alter, wie oft müssen wir das jetzt machen? Ist ja abartig. Oh, shit. Oh, Mann. So. Und dann mal weg. Also zielen habt ihr aber auch nicht gelernt. Muss man mal so sagen. So, eins noch. Gut oder böse? Gut oder böse, auch gut. Scheiße. So, keine Probleme. Wir haben... Keine Munition, das ist natürlich minder gut.
mir von hier ein bisschen Munition nehmen. Was ist jetzt hier Phase? Ach ja. Wir warten. Mission fortsetzen. Wieso fragt er mich das jedes Mal? Achso, ich dachte zu Hause. Alle anderen sind schon zu Hause! Oh, ich bin ein Scharfschütze. Hey, da war ein dickes, fettes Geschütz. Wieso kann ich das nicht benutzen? Das ist super wieder. Wieso habt ihr das abgebaut, ihr Affen? Jetzt haben sie auch den Bunker zugemacht. Ich glaub's aber nicht. Achten Sie auf die Rauchspuren am Himmel. Kann ich nicht, das taugt nichts. Hier! Super, das steht auf der falschen Richtung. Was haben wir denn sonst noch? Und auf was warten wir jetzt genau? Ah, okay. Jetzt habe ich das verstanden. So, Nummer 1. Das wird so ein Gerenne werden. Sehe halt nix. Immerhin machen die Leute hier mal ihren Job. Und geben mir Deckung. Hab ich die nicht getroffen? Tatsächlich. Na super. Ab jetzt. Na, wo ist er denn? Man sieht ihn nicht. Der Nebel, aus dem die Deutschen kamen. Alter Mann. Wie kommen die überhaupt über den Stacheldrahtzaun, ha? Wer bist du? Gut oder böse? Ist ja wahrscheinlich an die Ecke. Der schon wieder. Zack. Erstmal nachladen. Puh, Leute. Nicht so einfach. Achso, wir sind hier fertig. Das ist angenehm. Ich dachte schon, ich darf das jetzt 3 Runden lang machen. Oh, was war das? Bin ich gerade eingeschlafen oder war gerade ein Bildaussetzer?
Gehen wir hier wieder rein. Ich komme hier nicht wieder rein. Was ist denn jetzt hier los, Leute? Spiel gespeichert. Das war nur die erste Gruppe. Jede Sekunde kann die zweite. An Helm- und Tarnmuster kann ich Deutsche unterscheiden. Ja, aber die Engländer halt nicht. Nicht nachlassen. Sie testen unsere Verteidigungen. Der echte Angriff steht bevor. Ja. So sind die Deutschen. Die testen erstmal die Verteidigung und schicken erstmal 150 Leute in den Tod. Noch mehr deutsche Artillerie in den Grund! Alle Mann in den Grund! Yeah. Okay. Alter. Es zittert alles. Was soll ich dazu sagen? Jede Sekunde kann die zweite Welle kommen. Nachladen und Waffen und Munition sammeln. Nicht nachlassen. Sie testen unsere Verteidigungen. Der echte Angriff steht bevor. Ah ja. So. Na super. Ich hätte mal besser dort bleiben sollen. Ich bleibe jetzt einfach hier und warte und trinke ein Bier. Und irgendwas... Meine Bildschirme gehen hier immer kurz aus. Was ist da los? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Bewegung, Entdeckung. Steam hat mir übrigens gerade geschrieben, dass einige Spiele günstiger sind auf meiner Wunschliste. Das heißt, wer mir eine Freude machen will, ist herzlich dazu eingeladen. Ne? Nur mal so. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? Ich muss mal kurz gucken, wie viel Uhr wir haben. 1:03 Uhr. Ja, die Mission machen wir noch. Ich bin euch weit voraus, Leute. Alter, fuck you! Ist ja schon relativ atmosphärisch, muss man sagen. Bleibt in der Nähe des Bunkers! Durchbruch an der Westflanke! Gehen Sie rüber da und halten Sie die Seite! Los, los, los! Scheiße! Ich muss nachfragen! Schön groß aus Tennessee, Deutscher! Deine Mutter ist eine alte Schlampe, du dumme... Böse? Ja, böse. Wo kommen die Leute denn jetzt her? Wieso schießt ihr auf mich? Hä? Wo kommt ihr her?
Auch ganz witzig. Oh, es gehört zu uns. Dass nach einer Zeit die Anzeigen verschwinden. Finde ich ja irgendwie witzig. Und jetzt? Die gehört doch nicht zu uns, doch. Sieht so langsam auch die Munition aus. Alter, was ist jetzt hier eigentlich Phase? Das geht mir jetzt doch ein bisschen auf den Keks. Aha. Shit, ich habe jetzt dieses Scharfschützengewehr. Das hier brauche ich doch. Los, Leute, nicht nachlassen. Alter, wo fliegt die Kacke hin? So, nichts gibt's nämlich. Machen wir gar nicht lange rum. Na, wohin? Dahin. Oh shit, auch nicht mehr viel Munition. Zeit für eine neue Waffe. Wie wär's denn mit der hier? Oh, hier ist die gute Waffe. Ach, shit. Die wollte ich. Okay, jetzt ist aber finito, hoffe ich. Fünf Minuten! Leute! Okay, dann kann ich eigentlich wieder gehen, bis die da fertig sind. Wartet, bis das Sperrfeuer aufhört. In Deckung bleiben. Und was macht ihr noch so? Ich bin sehr standfest übrigens. Haben wir gewonnen? Scheinbar nicht. Upsa. Ich finde es auch gut, wie die Deutschen aus einer Richtung gucken, aber wir gucken alle in die falsche Richtung. Alla. Shit, hier.
Das wäre eigentlich ein ganz guter Koop-Modus. Wenn man ein bisschen mehr Gegner hätte, vielleicht ein bisschen knackiger stellt, kann jeder sich an so ein Geschütz stellen und dann hat man da eigentlich hier echt ganz guten Koop-Spaß. Spielt eigentlich irgendjemand Rainbow Six 3 auf dem PC? Da hätte ich ja mal Lust, das im Koop zu spielen mit jemandem. Und jeder, der das nicht hat, sollte sich das auf Steam zulegen. Denn das ist ein super Spiel. Mit einer ganz netten Kampagne. Aber auch sonst so. Wir haben es auch gleich geschafft, liebe Leute. Dass man sich auch nicht in den Bunker, der extra dafür konzipiert ist, zu verteidigen, stellt. Nee, man kämpft außerhalb des Bunkers, was so dumm ist. Scheiße, Mann. Ich hoffe, ich darf jetzt die ganzen 5 Minuten nochmal machen. Bisschen enttäuschend. Geh einfach mal hier hin. Ihr macht das schon. Noch 30 Sekunden. Mein Gott sei es gepfiffen. Aber jetzt wird es doch ein bisschen... Es fühlt sich doch ein bisschen irgendwie nach Zeitstreckung an, die ganze Geschichte hier. Ich meine, wir sind da hochgegangen. Die Bunker zu zerstören war noch interessant. Aber jetzt verteidigen wir einfach nur 10 Minuten. Das ist irgendwie blöd. Rogue Spear. Ich höre mir gleich noch Insert 9 an. Da gab es eine sehr heiße Debatte mit Rainer Schauder über Gender-Wahnsinn. Interessant. Wobei ich sagen muss, es gibt einen Gender-Wahnsinn. Ich finde, je mehr man über irgendwie sowas redet, über irgendwelche Probleme, desto mehr Aufmerksamkeit natürlich schenkt man dem. Und desto schlimmer wird das. Anstatt das einfach dabei zu belassen, was es ist. Also, who cares, man? Als wäre das das Wichtigste auf der Welt. Wenn es irgendjemanden stört, dann hört halt einfach auf, es zu konsumieren. Und damit wäre für mich die Debatte zu Ende. Und was auch zu Ende ist, ist Call of Duty. Wir sind immer nicht durch, aber wir kommen, glaube ich, ganz gut hin. Es freut mich aber, dass die Kampagne doch so lange ist. Es lohnt sich wirklich, die durchzuspielen. Das ist nicht so wie heutzutage Call of Duty. Wir machen jetzt eine kurze Pause, liebe Leute. Und danach schauen wir mal, was wir machen. Ihr könnt euch aber entscheiden. Nee, könnt ihr nicht. Ich gebe euch keine Entscheidung. Nee, wir kommen jetzt gleich zu einem kurzen Roundup, was sich hier mit Game Inc. und Stream Inc. ändern wird, für die Leute, die das interessiert. Und danach spielen wir auch noch wieder was. Also dran geblieben, ich mache mich kurz frisch und dann sehen wir uns gleich wieder. Gucken wir.